So, ich bin jetzt im besetzten Wald beim Hauptbahnhof in Flensburg. Und hier stehen ein paar Baumhäuser und Bodenstrukturen wie Zelte und Schuppen, Hütten. Informationen zu diesem Wald poste ich unten in die Box rein. Dann könnt ihr euch da informieren, was hier los ist, warum, wieso, weshalb. Ja, das sollte mal ein Tripod, ein Monopod werden, aber der ist nicht ganz so geglückt. Der ist ein bisschen instabil. Hier oben ist eine Plattform. Die ist noch nicht fertig und dahinter ist ein Baumhaus. Ja, hier ist die Post und gegenüber sind auch noch Baumhäuser, da gehe ich jetzt gleich hin. Ja, hier ist so eine Sitzecke mit Bänken. Und ein Tripod. Das Baumhaus heißt Parkhaus. Das war wohl das erste Baumhaus, was hier gebaut wurde. Beziehungsweise kein Baumhaus, sondern nur ein Brett oder zwei Paletten. Eine kleine Plattform. Genau, viel Totholz hier, ein Zelt, ein Lagerraum. Oben ist eine angemeldete Mahnwache mit zwei Zelten. Noch ein Baumhaus und Klettergurt. Und hier oben geht es ganz steil nach oben. Mit Villen. Da oben sind 1, 2, 3, 4 Baumhäuser auf der Seite. Der Baumhaus ist in dieser Richtung. Und ein Kompost-WC. Hier ist auch noch ein Baumhaus.
Und hier geht's wieder auf die Straße zurück. Genau, hier geht's dann auf die Straße zurück. Davon ist die Mahnwache und ein Infotisch mit Bannern und Informationen über das Ganze hier. Davon ist der Bahnhof. Das ist also relativ total zentral. Da ist kurz die Mahnwache mit zwei Zelten. Genau, hier sind die Infotafeln über das Projekt. Und ziemlich laut hier. Hier sind die Baumhäuser. Und ein paar Banner und Fahnen. Hier sind noch die beiden Baumhäuser, die man von eben gesehen, von der anderen Seite gesehen hat. Ja. Ja, das war's mit dem Video. Ich würde mich über ein Abo freuen und dass ihr meine Videos teilt. Genau, das war der Bahnhofswald in Flensburg. Ich bin so klein, um überhaupt von der Flensburger Baumschutzsatzung berüchtigt zu werden. Oh. Kein Baum ist egal.